Bodo Schiffmann bietet an, das zu liefern, was von mir und von vielen anderen immer wieder gefordert wurde, nämlich Transparenz. Bei mir meldete sich ein Anwalt im Auftrag von Bodo Schiffmann, sagte, es wäre doch Zeit, mal die Wogen ein wenig zu glätten und fragte, ob ich bereit wäre, mitzuwirken, zu überprüfen, was mit den Spendengeldern für die Hochwasseropfer geschieht. Da kann man jetzt zunächst einmal sagen, wieso sollte man überhaupt mit Bodo Schiffmann reden und wieso sollte man ihn womöglich unterstützen oder gar seine Aktion legalisieren? Man könnte es doch einfach so lassen, wie es ist und gucken, was am Schluss rauskommt und ob die Staatsanwaltschaft dann am Schluss einen Betrug daraus macht, wenn die Spendengelder nicht ankommen, zum Beispiel weil sie gerade eingefroren sind von PayPal. Damit könnte man Bodo Schiffmann eins auswischen, ihn schädigen, aber man würde auch die Hochwasseropfer treffen. Kann man aus dieser Aktion, die ich von Anfang an nicht besonders schlau und auch nicht besonders treffend fand und die Motive auch möglicherweise politisch gesehen motiviert ausgingen, kann man so eine Aktion im Nachhinein sinnvoll gestalten oder daran mitwirken? Wir haben lange im Team darüber diskutiert und ich bin zum Schluss gekommen, man kann es zumindest versuchen. Bodo Schiffmann hatte versprochen, dass 100% der Mittel an Hochwasseropfer geht. Das ist eine ziemlich vollmundige Versprechung, das hatten wir schon öfter thematisiert, denn es bedeutet, es darf kein Geld abfließen an Dritte für Verwaltungskosten oder gar an Bodo Schiffmann selbst. Und viele sind da aus guten Gründen misstrauisch und denken sich, oh, dieses Geld wird irgendwie wieder zurückfließen oder es geht an Aktionen. Und tatsächlich gab es auf dem Telegram-Kanal ja auch alle möglichen Ideen, was man noch mit dem Geld machen könnte, anstatt es den Hochwasseropfern zur Verfügung zu stellen. Und wenn Bodo Schiffmann sagt, nein, er steht dazu, es soll zu 100% an Hochwasseropfer gehen und er ist bereit, das überprüfen zu lassen, dann kann man das überprüfen. Man kann Kontobewegungen einsehen, auch unter Wahrung von Vertraulichkeit, aber da wird die Sache natürlich jetzt auch schon schwieriger, weil man eben nur begrenzte Einsicht hat. Aber man kann überprüfen, ob das Geld hundertprozentig an Personen gegangen sind, die Hochwasseropfer sind. Und da hat sich das Team von Schiffmann überlegt, was Kriterien dafür sein können. Wen kann man unterstützen? Wem soll man das Geld geben, damit sich jemand auch nicht bereichert? Die Ideen gingen dahingehend, dass man zum Beispiel Leute, die nicht ausreichend gegen Elementarschäden versichert sind, und zwar hauptsächlich durch Hausratsversicherung nicht versichert sind, dass man die unterstützt. Dass man zum Beispiel ein nicht kaskoversichertes Auto ersetzt, was in den Fluten zu Schaden gekommen ist. Dass man einzelne Positionen überprüft. Und das sind viele Positionen, weil das sind wohl nicht die 2, 3 Familien, um die es in früheren Mitteilungen ging, sondern es sind jetzt wohl auch Positionen, die vielleicht nur 5.000 oder 10.000 Euro betragen. Das ist auch eine ganze Menge Arbeit. Ich bin nicht die Instanz, die entscheidet, wer das Geld bekommen soll. Das ist eine Sache von Bodo Schiffmann. Aber ich könnte mir Bedingungen vorstellen, wo ich eine Mitwirkung vornehmen würde. Und die erste Bedingung dafür ist, dass diese Aktion nicht politisch sein darf. Es ist keine Werbeaktion für oder gegen Impfen oder Corona oder dergleichen, sondern es muss um Hochwasser gehen. Sobald Bedingungen aufkommen oder Begünstigungen für politische Gesinnung der einen oder anderen Sache, dann macht das Ganze keinen Sinn, jedenfalls nicht für mich. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, der mir persönlich wichtig ist, der nicht zu den Bedingungen gehört, die Herr Schiffmann ausgelobt hat, aber die mir wichtig sind, nämlich, dass die Bedrohungen, Morddrohungen und rassistischen Beschimpfungen auf dem Telegram-Kanal aufhören. Jetzt weiß ich natürlich, Herr Schiffmann kann das nicht kontrollieren, er kann nicht verhindern, dass immer wieder Leute über den Chinesen, der nach Nordkorea gehen soll oder dergleichen, schwadronieren, aber es gibt Moderationsfunktionen. Und ich würde gleichzeitig anbieten, dass ich dort, wo ich Zugriff habe, zum Beispiel auf Kommentare in meinem YouTube-Kanal, wenigstens die rechtswidrigen Beschimpfungen, Beleidigungen entfernen würde. Das wäre ein Beispiel zum Wogenglätten, wenn man an dieser Stelle zusammenwirken will. Zusammenarbeiten würde ich es nicht nennen, denn ich würde nicht im Auftrag von Bodo Schiffmann arbeiten, aber ich wäre bereit, mir anzusehen, die Unterlagen, die eingereicht werden, sofern die Betroffenen bereit sind, dass ich Zugang bekomme zu diesen Daten. Ich würde dann öffentlich natürlich nicht die Namen nennen, aber ich würde meine Beurteilung mitteilen, wenn ich zu dem Ergebnis komme, und das ist natürlich auch ein Risiko für Herrn Schiffmann, wenn ich zu dem Ergebnis komme, das sieht plausibel aus oder es sieht nicht plausibel aus, was ich sehe. Ich würde mitteilen, was ich gesehen habe oder was die Kriterien waren, die erkennbar waren da drin. Was haltet ihr davon?